Hallo allerseits, ich hatte letztens eine Idee für eine neue Videoserie, die ich aufnehmen möchte. Mehr oder weniger kam das im Gespräch mit einem mir bekannten deutschen Spieldesigner auf. Wir haben nicht zusammen festgestellt, dass die meisten deutschen Gamer relativ wenige nicht deutschsprachige Rollenspiele kennen. Also DSA kennt jeder, dann klar, es ist das klassische deutsche Rollenspiel. Es kann für viele was mit Shadowrun anfangen, dann ist zum Beispiel auch Call of Cthulhu sehr bekannt. Aber wenn es darüber hinausgeht, vielleicht noch Savage Worlds, da hat jemand immer was von Fate gehört, aber so im Großen und Ganzen sieht es ziemlich dünn aus. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass der Großteil der deutschen Spieler kennen halt so drei, vier Spiele, aber so richtig so einen Überblick zu haben über die ganze Breite des spielerischen Spektrums im Bereich Rollenspiele, ist also ganz seltene Geschichte. Und meine Idee war es jetzt, eine Serie aufzuzeichnen, wo ich also jedes Mal irgendein Spiel, was ich cool finde, was ich toll finde, wo ich der Meinung bin, das sollten auch mehr deutsche Spieler kennenlernen, bis ich jetzt mal vorstelle, was ich darüber erzähle. An dieser Stelle möchte ich mich nur kurz dafür entschuldigen, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre. Es hängt damit zusammen, dass ich immer noch ein bisschen erkältet bin. Aber ich wollte jetzt einfach das mal ausprobieren, wie das mit dem Aufnehmen funktioniert. Habe hier hinten ein altes Bettlaken aufgehängt, damit ihr nicht das ganze Chaos im Hintergrund sehen müsst. Und ja, also ich will jetzt erstmal ein bisschen ein paar schauen, dass ich ein paar Videos aufzeichne, wo ich mehrere Spiele vorstelle. Vielleicht so einem ähnlichen Format, wie das auch Kurt Riegel macht. Den kennt ihr vielleicht von YouTube. Und das Ganze könnte dann vielleicht irgendwann mal auf so einer Art Videoblog oder sowas erscheinen. Muss ich mal schauen, was daraus wird. Ist auf jeden Fall jetzt erstmal so ein erster Versuch, mal zu gucken, wie klappt das mit der Technik, wie klappt das auch frei vor der Kamera zu reden. Das ist ja doch nicht ganz so einfach. Ich stelle fest, es ist immerhin deutlich einfacher, das auf Deutsch zu machen als auf Englisch. Da verhaspelt man sich dann doch schon öfter mal. Ja, wollen wir einfach mal schauen, was daraus wird. Wenn noch irgendwelche Fragen aufkommen oder Vorschläge, Ideen oder sowas, könnt ihr das am besten dann auch gleich unter dem Video posten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.